Jetzt kommen wir zu den Lippen. Hallo Leute, ich stelle euch heute eine Limited Edition von P2 vor. Und ihr werdet euch fragen, warum stellt die Lena uns jetzt eine Limited Edition vor? Das hat die ja noch nie gemacht. Einfach aus dem Grund, weil da so ein geiles Produkt drin ist. Und ich war im DM, dann habe ich die Limited Edition gesehen und dachte mir, Alter, warum machen die wieder so schöne Sachen? Und habe mir dann nur zwei Lippenstifte gekauft, weil ich dachte, ich muss jetzt auch mal ein bisschen mich zurückhalten bei Kosmetik, weil ich echt viel zu Hause habe. Und weil ich da auch ein bisschen mehr sparen wollte in die Richtung. Und wenige Tage später kommt plötzlich ein Päckchen zu Hause an, obwohl ich nichts bestellt hatte. Und ich denke mir so, hey, was ist da drin? Und dann war das wirklich ein Päckchen, wo die P2 Limited Edition drin war. Also jetzt nicht alle Produkte, aber so von jeder Produktsorte quasi eines. Und ja, ich bin voll happy. Und zwar war das, weil ich bei DM Beauty Insider mitmache. Und ja, also da kann, glaube ich, sogar jeder mitmachen oder jeder, der einen Blog hat. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Und da habe ich das eben zugeschickt bekommen. Und ich freue mich voll, dass ich die euch zeigen kann, weil da sind richtig, richtig schöne Sachen dabei. Und ich würde sagen, wir legen auch direkt mal los. Das erste Produkt seht ihr schon an mir. Und zwar ist das diese Lidschattenpalette. Die gibt es auch noch in so rotbärigen Tönen. Ich habe sie jetzt in diesen grünen Tönen bekommen. Und zwar swatche ich die euch alle mal. Sieht es so aus. Ich finde sie sehr, sehr schön. Ich habe meine Augen jetzt auch damit geschminkt. Und die werde ich bestimmt noch öfter benutzen. Also ja, bin ich voll happy, dass ich die bekommen habe. Dann noch ein Produkt, was ich mir wahrscheinlich auch demnächst gekauft hätte, denn das sind solche Wimpern mit einem goldenen Glitzerrand oben dran. Die gibt es auch noch mit einem blauen Glitzerrand, aber ich finde die goldenen ehrlich gesagt echt schöner. Die sind ja perfekt für Silvester, also da werde ich auf jeden Fall einen Silvester-Look schminken und diese Wimper benutzen, weil sowas hätte ich mir wahrscheinlich in den nächsten 3 Wochen oder so eh gesucht. Von dem her nice. Ich schreibe euch übrigens alle Preise und so nochmal alles in die Infobox. Dann waren in diesem Päckchen noch zwei Lipglosse drin. Ich habe jetzt die Farbe 010 und 030 und die swatche ich euch natürlich auch nochmal. Und ich mag diese dunklere Farbe, also die 010, aber irgendwie lieber. Ich mag diese Orangetöne jetzt nicht so arg, wobei das nicht so arg rauskommt. Zumindest auf den Lippen nicht. Das sind diese beiden. Das hier ist die 10 und das hier ist die 30 und die sehen auf den Lippen richtig, richtig schön aus. Dann habe ich noch ein Puder zugeschickt bekommen und Leute, gebt euch mal einfach, wie schön diese Verpackung ist. Also ich fand die LE einfach von den Verpackungen her auch sehr, sehr schön. Also die Inhalte auch, aber die Verpackungen fand ich richtig cool. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie erinnert mich das so ein bisschen an so Cleopatra und so. Auf jeden Fall ist da auch ein Spiegel drin. Seht ihr meine Kamera jetzt? Oh nein, ihr seht meinen unaufgeräumten Schreibtisch im Hintergrund. Ist nicht gut. Und hier ist das Puder. Das ist mir leider viel zu dunkel. Deshalb wird das Puder auch in meine Verlosungskiste kommen. Bei 25.000 Abonnenten, und das ist nicht mehr viel, wird es eine riesig große Verlosung geben. Ich habe schon die ganze Zeit gesammelt und es ist jetzt echt, echt viel geworden. Und da ist dann auch dieses Puder drin, weil, wie gesagt, wenn ich mir das draufklatsche, ich kann das fast als Bronzer benutzen, weil ich so hell und weiß bin und nicht braun werde. Ja. Jetzt kommen wir zu den Lippen. Nein. Das war echt ganz witzig, weil bevor ich das überhaupt wusste und so, habe ich mir zwei Lippenstifte davon gekauft. Und zwar einmal diese Farbe hier. Das ist die 010. Und diese Farbe hier. Das ist die 030. Und das ist dieses Hammerprodukt. Den habe ich übrigens auch in meinem Locken-Tutorial drauf gehabt. Also die beiden so ein bisschen gemischt. Verlinke ich euch auch nochmal unten in der Infobox. Und diese Farbe, die ist ja so geil. Also das ist mein absoluter neuer Lieblingslippenstift. Auch wenn ich nicht so ganz sicher bin, ob es meine Farbe ist, aber das ist so richtig dunkel, 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 schon so Vamp-mäßig und es gefällt mir einfach richtig, richtig gut. Und als hätten die es gewusst, haben die mir die Nummer 20 geschickt. Die Lippenstiftfarbe, die einzige, die ich noch nicht hatte, trage ich euch mal hier in der Mitte auf. Und zwar
ist das einfach so ein klassisches Rot. Und ich denke, man kann damit richtig cool so Ombre-Lips machen oder die Lippenstifte so ein bisschen mischen. Also mit den Lippenstiften haben die echt einen Volltreffer gelandet in dieser LE. Gehen wir mal weiter. Und zwar habe ich noch zwei Nagellacke bekommen. Das ist einmal ein blauer, so ein dunkelblauer Nagellack und einmal so ein, ja, Farbe undefinierbar, schwarz mit Gold und Grün und so rostbraun Partikeln drin. Sieht aber richtig, richtig schön auf den Nägeln aus. Der blaue ist jetzt nicht so unbedingt meins, weil das einfach überhaupt nicht meine Farbe ist, dieses Königsblau. Und den hier finde ich einfach super, super toll. Dann kommen wir zum nächsten Produkt und zwar ist das dieses Blush und es gibt zwei Blushes und ich finde, das hier passt aber deutlich besser zu mir. Das ist, ich swatch euch einfach mal alles, ne? Mein Arm ist danach bunt und zwar sieht das so aus. Richtig, richtig schöne Farbe und auch sehr, sehr gut pigmentiert. Also kann man auf jeden Fall gut mitarbeiten. Und dann habe ich noch einen Highlighter. Und zwar hat er hier oben so ein kleines Spiegelchen. Und wenn man die Kappe abmacht, ist da ein Schwämmchen. Und man kann quasi so den Highlighter drauf tupfen. Denn das Puder geht durch das Schwämmchen durch. Und das hat so einen ganz leichten Schimmer. Ich glaube, man erkennt es gar nicht so richtig in der Kamera. Einen ganz leichten Schimmer und ganz feine Glitzerpartikelchen nur. Und zwar ist das die Farbe 020 Brilliant und den finde ich richtig, richtig schön. Der ist zwar so ein bisschen unhandlich, ich mag es lieber, wenn es so ein gepresstes Puder ist, wo man mit einem Pinsel reingeht, weil man es einfach ein bisschen besser dosieren kann. Aber für unterwegs oder in die Handtasche ist das natürlich der Highlighter schlechthin. Dann kommen wir jetzt zu meinem Highlight. Und zwar ist das so ein Eyeliner und die Verpackung, ich muss dazu, glaube ich, nicht viel sagen, ne? Die lässt sich zwar wahrscheinlich schwer verstauen in meiner Schminkkommode, aber ist auf jeden Fall ein Hingucker, ne? So, und zwar ist das so ein Flüssig-Eyeliner und man kann damit richtig präzise Linien auch ziehen. Und die Farbe ist der Hammer. Also auf dem Auge sieht man gar nicht so krass den Unterschied zwischen Schwarz und Blau, weil das ein wirklich sehr, sehr dunkles, kräftiges Blau ist. Aber wenn man genauer hinschaut, dann merkt man, dass es kein Schwarz ist. Und ich finde, das macht das Ganze ein bisschen interessanter als einfach nur ein schwarzer Eyeliner. Und ich finde, somit kann man auch mal sein Make-up so ein bisschen variieren und so ein bisschen herausstechen aus der Masse, indem man einfach mal so ein bisschen was anderes macht. Das war so mit diesem dunklen Lippenstift das Highlighter LE. Und wenn ihr Lust habt, dass ich euch öfter mal eine LE vorstelle, ich kaufe die auch gerne, so ist es überhaupt nicht, ne? Wenn ihr Interesse daran habt, dann schreibt es mir doch mal in die Kommentare und dann mache ich vielleicht öfter mal ein Video über eine Limited Edition in der Drogerie. Ich wollte euch jetzt noch sagen, bis wann es diese Limited Edition überhaupt gibt, weil Limited Edition sagt ja direkt aus, dass es nicht im Standardsortiment ist und so. Und zwar gibt es diese Fabulous Beauty Gala LE von P2 bis zum 31.12.2015. Also nicht mehr ganz so lange, aber vielleicht kriegt ihr ja noch das ein oder andere Produkt. Und ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!